Netflix lässt Anime-Fans verrückt spielen mit einer Hammer-Ankündigung. Crunchyroll zeigt einen beliebten Anime jetzt doch uncut. Netflix und Prime entfernen viele Serien und Filme und es gibt einen neuen Streaming-Anbieter mit Anime, naja so halb. Darüber und noch viel mehr werden wir heute reden. Natürlich mal wieder in den Anime-News. Jeden Dienstag um 15 Uhr bequatschen wir hier auf Kaizen die wichtigsten Nachrichten der Woche. Leider müssen wir diese Woche auch über viele schlechte Sachen berichten. So müssen zum Beispiel Naruto-Fans jetzt stark sein. Aber es gibt auch positive Nachrichten. So erscheint ein Anime-Klassiker endlich wieder auf Disc. Wie immer gilt jedoch, drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren, um keine Anime-News mehr zu verpassen. Doch bevor wir dazu kommen, hast du mal wieder Bock, ein Anime zu bingen, alle Folgen hintereinander durchzuballern? Oder du kannst bei einem neuen Spiel einfach nicht mehr aufhören? Oder deine Freunde wollen mit dir zocken, aber du wirst langsam müde? Ja, dann probier doch Holy aus. Der Energy Drink ohne Zucker und ohne schlechtes Gewissen bist du wieder einsatzbereit. Voll konzentriert kannst du noch das beenden, worauf du Bock hast. Natürlich schmeckt Holy auch schön fruchtig und nicht künstlich. Das können über 8000 positive 5-Sterne-Bewertungen bei Trustpilot bezeugen. Aber nicht nur das. Holy ist so beliebt, dass viele Geschmackssorten lange ausverkauft waren. Aber jetzt gibt es wieder Nachschub. Wie zum Beispiel Lion's Lemonade oder Gorilla's Grape. Aber auch meine Lieblings-Energy-Sorte Citrus Cobra. Wenn du jedoch noch gar nichts von Holy probiert hast, dann empfehle ich dir das Energy Pro Beer Pack. Da kannst du dich durch die beliebten Sorten durchtrinken. Und das alles in praktischen Beuteln zum Mitnehmen. Für die Schule, die Arbeit oder eine Fahrradtour. Jetzt gibt es auch einen Shaker gleich dabei. Also worauf wartest du noch? Schau auch du mal bei Holy vorbei über den Link in der Videobeschreibung. Benutze als Neukunde den Code KAIZEN5 für 5 Euro Rabatt. So bezahlst du nur 19,99 Euro fürs Probierpaket. Und als Bestandskunde den Code KAIZEN für 10% Rabatt. Nun aber zurück zum Video. Los geht's mit Netflix und die entfernen leider wieder Anime. Da wäre einmal die Sportserie Free. Da wird nämlich nicht nur die erste Staffel aus dem Programm geschmissen, sondern auch die Filme Free, Timeless, Medley 1 und 2. Bis zum 30. September kann man sich den Anime noch gönnen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ist eine überraschend gute Sportserie, die nicht nur mit ihren netten Typen überzeugen kann. Für ein jüngeres Zielpublikum ist dann wieder Beyblade Burst Turbo. Diese Serie wird am gleichen Tag entfernt und nicht vergessen, am 13. September schmeißen sie auch Black Lagoon aus dem Katalog. Also schaut unbedingt noch diese Action-Serie. Nun aber auf zu positiven Nachrichten. So wissen wir, wann die 4. Staffel von Scissor 7 erscheint. Dieser verrückte Action-Anime ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp. Die aktuelle Staffel wurde schon Anfang des Jahres auf dem chinesischen Streaming-Anbieter Bilibili gezeigt. Aber nun kommt sie auch zu Netflix, nämlich am 21. September. Die vorherigen Staffeln kann man natürlich auch dort streamen. Außerdem soll es noch einen Film geben, der nach der 3. Staffel spielt. Wann der jedoch rauskommt, wissen wir noch nicht. Und alle JoJo's Bizarre Adventure Fans können sich nun auch freuen. Denn der 5. Part von diesem verrückten Anime, also Golden Wind, erscheint am 1. Oktober bei Netflix. Damit wäre dann auch die komplette JoJo-Serie bei Netflix streambar. Denn nicht vergessen, die haben ja schon Part 6, also Stone Ocean. Wer so lange nicht warten will, findet den Anime auch bei Crunchyroll, da aber ohne Stone Ocean. Auf hohe See geht es dann wieder in One Piece. Und für alle, die unter einem Stein geschlafen haben, die Live-Action-Serie ist gestartet und ich finde sie Hammer. Genauso müssen Realserien sein. Natürlich, die Charaktere mit ihren bunten Haarfarben und Kostümen sehen schon manchmal lustig aus, aber so ist das nun mal. Was soll man machen? Die Fischmenschen komplett rausstreichen? Das geht ja auch nicht. Was mich besonders überrascht hat, war, dass die Action-Szenen ziemlich gut sind. Nicht nur können die Teufelsfrüchte von den Effekten sich sehen lassen, sondern besonders die Kampfchoreografie war mega. Natürlich kommt sie nicht an viele asiatische Filme ran, aber besser als das, was Hollywood meistens fabriziert, war es allemal. Schaut also unbedingt rein. Und wenn viele die Serie nicht nur anfangen, sondern auch beenden, wird es eine zweite Staffel geben. Zumindest gibt Netflix dies in Aussicht. Aber es wäre auch verrückt, wenn man nicht wenigstens die Tür dafür offen lässt. Trotzdem, bei Cowboy Bebop hat man damals auch schon sowas gesagt und der ist dann komplett gefloppt. Eine zweite Staffel wurde leider nicht produziert. Hoffen wir also bei One Piece auf das Beste. Oder wie fandet ihr sie? Wart ihr nicht begeistert? Machen wir nun weiter mit der Hammer-Ankündigung von Netflix und zwar Kimi ni Todoke bekommt eine 3. Staffel. Dieser fantastische Romance-Anime geht nach Jahren weiter und er wird dann die 3. Staffel weltweit bei Netflix exklusiv erscheinen. Und zwar 2024
2024. Kurz nochmal erklärt, worum es bei dieser Serie geht, wer sie noch nicht kennt. Nämlich die gute Sawako wird leider so ein bisschen in ihrer Klasse ausgeschlossen. Denn alle denken so ein bisschen, dass sie aussieht wie die Dame aus dem Horrorfilm The Wink und haben so ein bisschen Angst vor ihr. In Wirklichkeit ist sie aber eine ganz liebe und das bemerkt auch der gute Shota Kazuya. Der ist der beliebteste Typ in der Schule und als er dann aufmerksam auf sie wird, schafft sie es dann auch, die gute Sawako, sich in der Klasse so langsam einzufinden. Ist auf jeden Fall eine fantastische Romance-Serie, schaut da mal rein, gibt es bei Netflix, da leider ohne deutsche Synchro. Diese wurde aber auch gar nicht angefertigt, also die existiert auch nicht. Kommen wir jetzt zu den Disc-Veröffentlichungen und da wäre einmal der Eminence in Shadow. Da hatte er die erste Volume Produktionsprobleme und jetzt wissen wir auch, wann die erste Volume spätestens erscheint. Und zwar im Bundle mit der zweiten Volume. Also man versucht sie früher rauszubringen, aber wahrscheinlich kriegt man das nicht hin. Also hat man jetzt zumindest einen Termin festgelegt, wann sie spätestens rauskommt. Und zwar am 20.10. dann eben mit der zweiten Volume. Man überlegt noch gerade, ob man irgendwie einen netten Ausgleich für die Vorbesteller von der ersten Volume macht oder sowas hinbekommt. Aber das werden wir dann sehen, ob sie da was finden. Weiter geht's mit Infinite Stratos. Da geht es ja eben weiter mit der zweiten Staffel. Das wurde schon angekündigt. Jetzt wissen wir aber auch, wann genau. Und zwar am 24. November wird die erste Volume erscheinen. Ist eine fantastische Action-Harem-Serie. Polyband muss da echt mal ein bisschen mehr Werbung für machen, weil die auf jeden Fall super ist. Vielleicht muss ich da so ein bisschen nachhelfen. Ein bisschen brutaler ist dann wieder Freezing. Auch da geht es weiter mit der zweiten Staffel, genannt Vibration. Und das ist eben so eine Action-Edgy-Serie, wo es auch mal solche Rache-Szenen gibt, wo dann den Damen die Klamotten weggerissen werden und dann gewisse Sachen passieren. Weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, aber es soll da auf jeden Fall weitergehen und zwar am 24. November. Leider verschoben, leider weiß ich nicht, wird I've Somehow Gotten Stronger When I Approved My Formulated Skills. Dieser Fantasy-Anime soll nicht schon im August erscheinen, sondern erst am 27. Oktober geht es los mit der ersten Volume. Dagegen früher kommt Whalegun zu uns und zwar die zweite Staffel, nämlich schon am 1. Dezember. Call of the Night wird dagegen wieder verschoben, diese Vampir-Womans-Serie, und zwar die zweite Volume auf den 17. November. Kommen wir jetzt aber zu der Hammer-Ankündigung, und zwar Shaman King, dieser Anime-Klassiker, erscheint erneut bei uns auf Disc, dank KSM. Und nicht nur das, sondern KSM hat sich auch das HD-Material geschnappt. Also hoffentlich sieht das Ganze dann so gut aus wie bei Nana. Der sieht ja klasse aus, also wenn Shaman King in diese Richtung gehen würde, das wäre auf jeden Fall Hammer. Einen genauen Termin haben wir noch nicht. 2024, 2025 sagen die, also ich würde frühestens mit Ende nächsten Jahres rechnen mit einer Disc-Veröffentlichung. Und dann aber leider schlechte Nachrichten für alle Pro7 Max-Fans, für alle, die gerne Anime im Fernsehen schauen. Und zwar im September fällt eigentlich fast die komplette Anime-Nacht aus. Scheinbar die Rugby-WM ist da wichtiger für Pro7 Max. Nun kann man vielleicht auch verstehen, da werden dann ein paar Spiele gezeigt. Dafür gibt es einen kleinen Ausgleich und zwar am 22. September wird einmal Blue Terminal gezeigt, der Film um 20.15 Uhr, aber dann auch Liz und der blaue Vogel. Der wird dann zwei Stunden später um 22.15 Uhr gezeigt. Und dann bekommt noch Pokémon eine Live-Action-Serie, aber das wird wahrscheinlich nicht so in die Richtung wie der Film gehen. Also dann, wo unser Protagonist oder in diesem Fall unsere Protagonistin auf eine große Reise geht und Pokémon fängt oder es so ein Spin-off wird wie eben Meisterdetektiv Pikachu, sondern sie bekommt von ihren Eltern scheinbar einen Gameboy, wo sie dann halt Pokémon drauf zockt und irgendwie die Welt nochmal neu kennenlernt. I don't know. Also ja, eher so eine Dramaserie, so nach dem Motto mit Pokémon als Videospiel, soll am 20. Oktober starten. Kommen wir nun aber zu richtig schlechten Nachrichten. Und zwar von Prime. So entfernt der Streaming-Anbieter extrem viele Anime. Ich werde diese alle einfach mal im Schnelldurchlauf durchgehen. Gleich ein ultimatives Highlight ist Grand Blue Dreaming. Schaut euch diesen Comedy-Anime unbedingt an. Ist super lustig. Kämpfende Mädels in knappen Klamotten gibt es dann wieder bei Samurai Girls und der Nachfolgeserie Samurai Bride wird beides entfernt. Auf eine Magierschule geht es dann wieder mit A Chivalry of a Failed Knight, Super Action Romance Anime, aber auch Aesthetica of a Rogue Hero. Riesige Schiffe stehen dann wieder bei Arpeggio of Blue Steel Ars Nova DC im Fokus. Dieser Film fasst die erste Staffel zusammen mit einem
einem verlängerten Ende. Ein Film, den ich dir auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist dann wieder Aura Koga Majorins Last War. Für alle Chunibyo, also Achtklässler-Syndrom-Fans, auf jeden Fall zu empfehlen. Horrormäßig wird es dann in Happy Sugar Life, wo die Protagonistin einfach mal ein Kind entführt. Ja, ernsthaft. Auf ein großes Abenteuer geht's dann in dem Film Children of the Sea. Hat einen ganz besonderen Animationsstil. Ums Überleben kämpfen die Charaktere aus Danganronpa. Da wird nicht nur die erste Staffel, sondern auch der Future und Despair Arc entfernt. Und zu guter Letzt wäre da noch der Action-Klassiker Shakugan no Shana. Also viele gute Serien. In den nächsten 30 Tagen werden sie entfernt. Schaut sie noch schnell. Aber zum Glück holt sich Prime auch zwei Anime, und zwar einmal die fantastische Isekai-Serie Reincarnated as a Sword. Gönnt sie euch. Sicherlich einer der besten Anime der letzten Jahre in dem Bereich. Und dann auch Management of a Novice Alchemist. Schaut euch lieber Atelier Weiser Ever Darkness and the Secret Hideout an. Hat mir dann doch ein bisschen mehr gefallen. Kommen wir nun zu den Anime-Fortsetzungen. Und da wird es musikalisch mit Given. So soll diese romantische Musikserie ja eine Filmfortsetzung erhalten. Doch nun wurde bekannt, dass es nicht nur einer, sondern gleich zwei werden sollen. Wann genau die Filme erscheinen, wissen wir jedoch noch nicht. Streamen kann man den Anime auf Crunchyroll. In die Schlacht ziehen wir dann wieder mit Girls and Panzer. Und diese verrückte Serie wird ja auch mit einigen Filmen fortgesetzt. Jetzt wissen wir, wann der vierte in die japanischen Kinos kommt, nämlich am 6. Oktober. Bis er jedoch bei uns erscheint, wird es sicherlich noch dauern. Streamen kann man den Anime auf Aniverse. Naruto-Fans müssen nun stark sein. So wird leider das 20-jährige Jubiläum versalzen. Eigentlich sollten ja zur Feier am 3. September die Special-Folgen starten. Also 4 brandneue Episoden zu Naruto, nicht Boruto. Doch diese mussten jetzt nach hinten gedrückt werden, da man sich mehr Zeit nehmen will. Das Wichtigste ist halt die Qualität, aber trotzdem. Nun werden zu der Zeit einfach Boruto-Folgen wiederholt, beziehungsweise ein Recap gezeigt. Was eine Enttäuschung. Streamen kann man den Anime auf Netflix und Crunchyroll. Reden wir nun über den neuen Streaming-Anbieter mit Anime. Wenn Fans sowas hören, kriegen sie schnell Schnappatmung. Und so schlimm ist es nicht. Denn Plion Pictures, also das Unternehmen, zu dem auch KSM Anime gehört, hat einen neuen Prime-Kanal gestartet. Dieser trägt den Namen Galactic Stream. Also ähnlich wie Aniverse. Auf diesem findet man logischerweise viel zu Sci-Fi. Und somit sind auch ein paar Anime dort. Da wäre Akudama Drive, dann Sky Wizard Academy und Starblazer 2199 Space Battleship Yamato. Die letzten beiden kann man jedoch immer noch ohne Zusatzabo auf Prime streamen. Und Akudama Drive gibt es bei Aniverse. Das ist jetzt auch die große Frage. Werden sich die KSM-Lizenzen nun auf 2 Streaming-Anbieter verteilen? Oder kann man am Ende das meiste auf beiden Kanälen schauen? Oder im regulären Prime-Abo? Wir werden es sehen. Ich denke, dass wohl Galactic Stream sich eben eher an den Sci-Fi-Fan richtet. Und auch wenn der sicherlich auch mal Bock auf den ein oder anderen Anime hat, sollte man den Anbieter eher nicht damit überfluten. Zumindest vermute ich das. Kommen wir nun zu Hammer-Nachrichten von Crunchyroll. So machen sie passend zur Live-Action-Serie die One Piece-Fans glücklich. Denn man kann nun One Piece Red bei ihnen streamen. Entweder mit Untertiteln oder natürlich auch mit deutscher Synchro. Mega, oder? Aber nicht vergessen, der Film ist ein halbes Musical. Also sei drauf vorbereitet. Und alle Isekai-Fans können jetzt eskalieren, denn Konosuba ist nun auch bei ihnen streambar. Nicht nur Staffel 1, nicht nur Staffel 2, sondern auch der Film. Natürlich gibt es das Spin-Off zu Megumin auch bei ihnen. Wer also aus irgendwelchen Gründen die Serie immer ignoriert hat, sollte reinschauen. Doch bevor wir zum Uncut-Anime auf Crunchyroll kommen, reden wir über Secret Mission. Das ist eine Serie, die wohl wieder nur stark geschnitten gezeigt wird. So geht es nämlich bei dem Agenten-Anime ordentlich zur Sache. Denn die beiden Polizisten müssen in ihrem Undercover-Einsatz ein Ehepaar spielen und deswegen auch ins Bett miteinander steigen, damit sie nicht auffliegen. Losgehen soll es mit der japanischen TV-Ausstrahlung im Oktober. Uncut wird die Serie wohl wieder nur im Internet zu sehen sein. Nun aber zu dem Anime, den man jetzt Uncut bei Crunchyroll schauen kann, nämlich Mushoroku Tensei Jobless Reincarnation. Vorletzte Woche kam diese Serie ja in einem meiner Videos vor, wo ich über Anime aus dem Sommer rede, die heftiger sind als gedacht. Den Link dazu gibt es gleich, keine Sorge. Und da war eben auch Mushoroku Tensei Jobless Reincarnation dabei. Besonders die Zensur von Episode 0 hat viele genervt, da sie in Japan Uncut gezeigt wurde. Doch Crunchyroll hat sich nun auch diese ungeschnittene Version geschnappt. Zum Glück. Auch wenn das nur eine kleine Miniszene ist mit der Attentäterin, zeigt es, dass Crunchyroll
Bull sich für die Uncut-Version einsetzt. Episode 3 ist jedoch immer noch zensiert. Da gibt es dann wohl mehr auf der Blu-ray zu sehen. Aber es wurde nicht nur Mushoku Tensei Jobless Reincarnation geschnitten, so wurden im Sommer noch einige weitere Anime zensiert. Mehr dazu findest du in der Infokarte oben rechts. Außerdem erscheinen diesen Monat viele gute Anime bei uns auf Disc. Zum Beispiel geht eine heftige Harem-Serie weiter. Die stelle ich dir in dem Video oben rechts vor. Und für viele neue Womans und Harem-Anime gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Hast du bei Netflix oder Prime ein Abo und denkst du, dass sich die beiden Anbieter noch für Anime-Fans lohnen? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-mir-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann.